Sie konnten in den letzten Tagen und Wochen wiederholt in den Medien verfolgen: Gasstreit Russland-Ukraine-Europäische Union. Was ist eigentlich der Hintergrund? Die Ukraine bezieht zwei Drittel ihres gesamten Gasvolumens aus Russland, kann und will den Preis nicht zahlen, den Russland verlangt. Daraufhin stoppt Russland sämtliche Lieferungen, während eines Streits auch die Lieferung in die Europäische Union. Jetzt frieren sowohl in der Ukraine wie auch in der Europäischen Union viele, viele Menschen und können nicht mehr heizen. Was kann man da tun? Auf der einen Seite muss die Europäische Union dafür sorgen, dass die beiden Kontrahenten wieder an einen Tisch kommen. Beide mit dem Hintergedanken, dass sie gute Beziehungen zur Europäischen Union haben und weiterentwickeln wollen. Und andererseits brauchen wir eine europäische Energiepolitik, die den Namen auch verdient. Das heißt eine Diversifizierung der Energie. Das heißt, wir müssen entwickeln in erneuerbaren Energien. Wir müssen Energieeffizienz betreiben und wir müssen in Netze investieren. Das haben wir uns vorgenommen, um ein solches Chaos zukünftig verhindern zu können.